tell me a little bit about this project you've been running in your home city to improve the environment? Ja, wir sind seit 1994 eine Umweltgemeinde und wir haben bei allen öffentlichen Gebäuden deshalb die Warmwasserbereitung mit Solarenergie begonnen. Wir haben weiters in den Kindergärten ebenfalls die Warmwasserbereitung mit Solarenergie durchgeführt und auf der Hauptschule in Gerersdorf zeigen wir am Dach des Gebäudes alle drei Energiearten, nämlich Photovoltaik, die Windenergie und die Solarenergie. Wir führen den dort erzeugten Strom in das Schulgebäude und zeigen es dort in einem Klassenraum mit Messgeräten, wie viel der Wind gerade erzeugt. Das ist für uns eine wichtige Aufgabe deshalb, weil die Gemeinde hier Vorbildwirkung hat und weil wir vor allem der Jugend zeigen wollen, dass alternative Energien nichts Böses sind. Ganz im Gegenteil, sie stellen eine Lösung für die Zukunft dar. Ja, ich meine eben gerade, was ich hier angedeutet habe. Wir können hier mit viel Öffentlichkeitsarbeit und mit Vorzeigen die Bevölkerung dazu bringen, dass sie selbst begreifen, dass jeder einen Beitrag für unsere Umwelt tun kann. Energiesparen ist eines der wichtigsten Probleme, die wir in der nächsten Zeit lösen müssen. Denn wenn wir Energiesparen nicht begreiflich machen, dann werden unsere Bürgerinnen nicht mittun. Und wenn sie nicht mittun, dann wird es keine Lösungen geben in diesem sehr, sehr großen Problemfeld. Ja, ich bin auch hier auf dem Thema Energie. Ich meine, dass wir als Sozialdemokraten hier ganz eindeutige Aussagen treffen müssen. Wir müssen den Leuten klar machen, dass nicht nur die finanziellen Fragen im Bereich Energie wichtig sind, sondern dass Energie an sich ein soziales Problem darstellt, dass vor allem die Schwächeren in der Gesellschaft dadurch in große Probleme kommen könnten, dass Energiepreise, die steigen, letztlich dazu führen, dass es für große Schichten der Bevölkerung sehr, sehr große Probleme geben wird. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass bei den erneuerbaren Energien man sehr klar sagen muss, es kann nicht dazu kommen, dass wir quer durch die Länder Brennstoffe transportieren. Es darf nicht dazu kommen, dass Lebensmittel teurer werden. Das heißt, im Manifest sollte ganz eindeutig stehen, ausgewogen, die 20-20-20-Regelung ist das Mindestmaß und wir müssen alles daran setzen, unsere Bürgerinnen und Bürger dazu bringen, dass sie ihren Beitrag einbringen.